Elisabeth, wenn ein Mensch aus Ihrer Sicht illegal in Griechenland ankommt, ist der Mensch dann kriminell? Dieses Wort haben Sie hier nicht gehört und deswegen sehe ich auch keinen Grund, es in diese Debatte einzuführen. Sie benutzen ja illegale Migration oder irreguläre Migration. Ist der Mensch dann kriminell? Ich benutze die Worte, die mir angemessen erscheinen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert und die Minister der Ministerien. Und wir starten an diesem Montag mit einer Reiseankündigung vom Auswärtigen Amt. Ja. Außenminister Steinmeier wird morgen Abend nach Moskau reisen und dort am Mittwoch, den 23.03. politische Gespräche mit Außenminister Lavrov und mit dem Premierminister Russlands Medvedev führen. Im Fokus der Gespräche werden neben den bilateralen Beziehungen natürlich Syrien und der Konflikt in der Ukraine stehen. In Bezug auf Syrien wird es vor allem darum gehen, die Friedensverhandlungen in Genf voranzubringen. Der russische Teilabzug aus Syrien kann aus unserer Sicht eine Chance für einen politischen Prozess öffnen. Auch die Ausweitung humanitärer Zugänge und die Rolle Assads im politischen Übergangsprozess in Syrien werden eine wichtige Rolle spielen bei den Gesprächen. In der Ostukraine ist die Lage nach wie vor fragil. Es kommt immer wieder zu Scharmützeln, die auch Todesopfer fordern. Außenminister Steinmeier hat ja beim letzten Normandie-Treffen in Paris gesagt, dass wir mit der Umsetzung der Minsker Vereinbarung Stand heute nicht zufrieden sein können. In den Gesprächen mit Moskau wird es darum gehen, vor allem Fortschritte in der Sicherheitssituation der Ostukraine, aber auch beim politischen Prozess zu erreichen. Gibt es Fragen dazu? Frau Czeble, wird das Thema Savchenko ein Thema sein, was Herr Steinmeier in Moskau ansprechen wird? Die wurde ja heute trotz Protest der Bundesregierung für schuldig gesprochen. Ja, unsere Haltung zu dem Thema ist bekannt. Der heutige Schuldspruch gegen Frau Savchenko ist das Ergebnis eines Prozesses, das nach allem, was wir wissen, rechtsstaatlichen Grundsätzen zuwiderlief. Die Bundesregierung hat sich da in der Vergangenheit, und das haben wir in diesem Raum ja auch mehrfach angesprochen, immer wieder für die Freilassung Savchenkos aus humanitären Gründen eingesetzt und wird dies auch künftig tun. Und bei seinen Gesprächen in Russland wird das sicherlich auch ein Thema sein. Bitte? Betrachtet denn die Bundesregierung Frau Savchenko als eine Kriegsgefangene, wie das der Europaparlament zum Beispiel auch gemacht hat? Ich habe dem, was ich zum Thema Savchenko gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Herr Jung, bitte. Frau Schäbli, was haben Sie denn an dem Prozess zu bemängeln? Dass er nicht rechtsstaatlichen Prinzipien, so wie wir ein rechtsstaatliches Verfahren, wenn wir jemanden verurteilen, dann hat er die Möglichkeit, vernünftig angehört zu werden. Es gibt ganz normale demokratische, rechtsstaatliche Prinzipien, die beachtet werden sollen. Die sind in dem Fall nicht nach unseren Vorstellungen gelaufen. Und von daher ist unsere Haltung, dass nach allem, was wir wissen, der Prozess, so wie er abgelaufen ist, rechtsstaatlichen Grundsätzen, so wie wir sie verstehen, nicht entsprochen haben. Also zum Verständnis. Zusatz? Nur weil sie nicht angehört wurde, war es kein rechtsstaatlicher Prozess? Oder gibt es noch weitere Punkte, warum es kein rechtsstaatlicher Prozess war? Wir haben das hier in der Vergangenheit ja auch schon mal klar benannt. Das ist die lange Inhaftierung mit Einzelhaft. Das sind die fragwürdigen Verhörmethoden, die bei uns große Sorgen auslösen und die nach unserer Überzeugung internationalen Standards widersprechen. Und es bleiben vor allem immer noch die Fragen, wie Frau Savchenko überhaupt auf russisches Territorium und damit in den Einflussbereich der russischen Justiz verbracht wurde. Ich habe eine weitere Frage auf dieser Seite gesehen. Ja, Natalia Fibrich, ukrainische Fernsehsender. Frau Czeble, wird auch ein Thema der möglichen Zulassung von deutschen Ärzten zu Nadia Savchenko besprochen? Und warum wird diese Frage eigentlich so lange geprüft? Also auf welche Seite ist jetzt der Ball? Wer entscheidet jetzt? Also ich kann Ihnen sagen, was unsere Haltung ist. Wir stehen bereit, dass ein deutsches Ärzteteam
zu Frau Schawtschenko entsandt wird. Und kann Ihnen nur Stand heute sagen, wir sind da mit Russland im Gespräch. Die Prüfung läuft weiter an. Es gibt noch keine endgültige Reaktion, aber ich kann mir auch vorstellen, dass auch das ein Thema sein wird bei den Gesprächen, die Außenminister Steinmeier in Moskau führt. Bitte. Ich möchte noch einmal auf das Thema Kriegsgefangene zurückkommen. Betrachtet denn die Bundesregierung die Nichtauslieferung von Frau Savchenko an die Ukraine eine Verletzung des Minsker Protokolls? Einer der Punkte davon ist ja der Austausch von Kriegsgefangenen von 1:1, beziehungsweise alle gegen alle. Also, wir haben auch das hier schon in der Vergangenheit gesagt. Ich wiederhole es gerne nochmal. Der Prozess gegen Frau Savchenko verstößt nach unserer Auffassung gegen Geist und Buchstaben der Vereinbarungen von Minsk, weil, Sie haben es gesagt, in den Vereinbarungen von Minsk die Zusage enthalten ist, alle Geiseln und alle Gefangenen auszutauschen. Bitte? Neues Thema? Herr Seibert, Herr Dimroth, was unternimmt die Bundesregierung konkret jetzt, um den Flüchtlingskompromiss von Brüssel umzusetzen? Gut, dann fange ich vielleicht mal an. Herr Dimroth steht sicher zur Ergänzung bereit. Also, wir haben am Freitag einen wirklich wichtigen europäischen Beschluss gefasst. Eine Einigung zwischen der EU und der Türkei, die ein großer Fortschritt ist, weil sie eine realistische Perspektive bietet, die illegale Migration über die Ägäis drastisch zu reduzieren, vielleicht so gut wie zu beenden und dabei auch das unmenschliche Geschäftsmodell der Schleuser zu beenden. Und dadurch öffnet diese Vereinbarung vom Freitag den Weg für eine gesteuerte, geordnete, legale Einwanderung wirklich schutzbedürftiger nach Europa. Damit kann man sagen, handelt Europa endlich gemeinsam und es nimmt gemeinsame Verantwortung wahr. Zur praktischen Umsetzung ist es immer auch am Freitag klar gewesen und auch klar gesagt worden, dass die notwendigen Kräfte zur Durchführung der Rückführungen aus Griechenland nicht gleich am ersten Tag in Griechenland zur Verfügung stehen würden. Es braucht ein paar Tage, bis die Sicherheitskräfte, die Asylverfahrensexperten, Dolmetscher, vor allem auch manche technische Gerätschaft angekommen sind. Dennoch war und bleibt es richtig, den gestrigen Sonntag zum Stichtag zu machen, ab dem jeder aus der Türkei kommende illegale Migrant in die Türkei zurückgeführt werden wird. Das ist eine klare und wichtige Botschaft. Jedem muss klar sein, seit Sonntag hat eine neue Phase der Migration begonnen. Eine Phase, in der es nicht nur teuer und nicht nur lebensgefährlich ist, sich den Schleppern anzuvertrauen, sondern auch sinnlos, weil diese illegale Migration über die Ägäis eben keinen erfolgversprechenden Weg nach Europa mehr darstellt. Unmittelbar nachdem diese Beschlüsse am Freitag getroffen worden sind, haben sich Mitarbeiter der Europäischen Kommission, der europäischen Institutionen, ganz besonders auch einiger Mitgliedstaaten, darunter Deutschlands, am Wochenende noch daran gemacht, die praktische Umsetzung in die Wege zu leiten. Das nötige Personal wird jetzt so rasch wie möglich aus den Mitgliedstaaten nach Griechenland in Bewegung gesetzt. Das koordiniert die Europäische Kommission, tatkräftig unterstützt von Deutschland und anderen Mitgliedstaaten. Ein Beispiel aus Deutschland kommt zum Beispiel der THW-Chef Herr Brömme dazu, um im Team des EU-Koordinators Martin Ferwey an den organisatorischen Herausforderungen zu arbeiten. Deutschland und Frankreich haben brieflich ihre Angebote bereits schriftlich unterbreitet und wir hoffen, dass alle anderen Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Gleiche tun werden. Ich meine damit die Angebote, wie viel Personal und auch wie viel tatkräftige Hilfe wir zur Verfügung stellen können, und zwar sehr schnell. So wird man dann, wie vorgesehen, ab Anfang April mit den Rückführungen beginnen können. Darauf haben sich 28 Mitgliedstaaten geeinigt. Und 28 zeigen hier einen gemeinsamen, starken europäischen Willen. Und ebenso paralleler Strang wird an der anderen Aufgabe gearbeitet, nämlich der Umsiedlung von Syrern auf legalem Wege aus der Türkei nach Europa. Auch das soll ja zeitnah beginnen, sobald die ersten illegalen Migranten aus Griechenland in die Türkei zurückgeführt worden sind. Es sind also im Moment verschiedene Stränge.
Es ist logistisch, organisatorisch, personell anspruchsvoll, das alles jetzt umzusetzen. Aber die Europäische Kommission, die Mitgliedstaaten und auch ganz besonders Deutschland fühlen sich dem verpflichtet und tun tatkräftig alles, was sie können. Ja, vielen Dank. Ich kann das gerne noch etwas ergänzen. Tatsächlich ist es so, dass auf der einen Seite eben in dieser Steuerungsgruppe, die von Herrn Verweij geleitet wird, ab heute der THW-Präsident Brömme vor Ort in Athen sein wird, um insbesondere was die logistischen Fragestellungen anbetrifft, Herrn Verweij zu unterstützen, aber auch um als Single Point of Contact zu dienen für die Fragestellungen, die beispielsweise auch die polizeiliche Arbeit und die Arbeit der Asylexperten dann vor Ort anbetrifft. Es ist jetzt eben an dieser Steuerungsgruppe, die Beschlüsse zu operationalisieren, Verfahren zu definieren, in denen dann eben auch deutsche Experten mitwirken können. Wie Sie wissen, hat der Minister gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen sehr schnell reagiert und bereits am Wochenende bis zu 200 Polizisten angeboten, die bei der Rückführung dann tatkräftig mitwirken können, und bis zu 100 Asylexperten angeboten, die eben bei den Verfahren die griechischen Kolleginnen und Kollegen dann vor Ort unterstützen können. Das Verfahren ist dann wie folgt, dass die beiden zuständigen europäischen Agenturen, Frontex für die polizeiliche Einsatzschiene und EASO für die Asylschiene, entsprechende Anforderungen formulieren müssen. Abstrakt liegen die zwischenzeitlich vor, sodass wir gerade dabei sind, diese zu prüfen. Gegebenenfalls bedarf es da an der einen oder anderen Stelle noch einer Nachfrage, insbesondere was Anforderungsprofile anbetrifft. Wir sind aber guter Dinge, dass wir da sehr rasch dann auch entsprechende Angebote unterbreiten können, auf Grundlage der von mir gerade zitierten Angebote aus dem Innenministerium heraus, also bis zu 300 Personen, die insgesamt dann sehr rasch auch in die entsprechenden Prozesse integriert werden können. Und was die zweite Baustelle von Herrn Seibert beschrieben anbetrifft, das Thema Resettlement, also die Zusage der Europäischen Union im sozusagen als Ausgleich für die formulierte Bereitschaft der Türkei, die Rückführung aus Griechenland zu akzeptieren, EU-seitig eben jeweils einen syrischen Flüchtling dann auch aufzunehmen. Auch da arbeiten wir mit Hochdruck daran, und auch da wird noch im Laufe dieser Woche ein Expertenteam in die Region reisen, um entsprechende Verfahrensschritte zu besprechen, sodass auch da mit Hochdruck daran gearbeitet wird, möglichst zeitnah dann in ein funktionierendes Verfahren überzugehen. Zusatz? Nochmal zur Klarheit, also wie viel deutsches Personal wird nach Griechenland entsandt? Ja, das hängt, wie gesagt, jetzt ein bisschen davon ab, wie genau die Anforderungsprofile ausgestaltet werden der beiden von mir genannten Agenturen. Das Angebot gilt, bis zu 200 Polizisten und bis zu 100 Asylexperten. Wir werden sicher sehr zeitnah zu einem ersten Ergebnis kommen, aus der Prüfung der bestehenden Anforderungen heraus. Ich kann Ihnen jetzt aber sozusagen noch nicht den Vollzug nennen. Ich habe das Verfahren gerade beschrieben. Die Anforderungen sind am Wochenende bzw. heute eingegangen der Agenturen. Jetzt wird mit Hochdruck geprüft. Die Vorauswahl und entsprechende Überlegungen in den Behörden hat natürlich schon stattgefunden, sodass wir guter Dinge sind, dann auch zeitnah tatsächlich diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und auch selbstverständlich in der Hoffnung, und auch das war Ziel der frühzeitigen Initiative des deutschen Innenministers und seines französischen Amtskollegen, dass möglichst viele andere Mitgliedstaaten auch sehr zeitnah jetzt großes Engagement zeigen, um diese wichtigen Beschlüsse vom vergangenen Freitag dann auch rasch mit Leben zu füllen und eben dann auch zum Funktionieren zu bringen. Herr Heller dazu? Zwei Nebenaspekte. Einmal die Finanzierung dessen, was die Türkei da an Geldmitteln erhalten soll. Diese 3+3 Milliarden, da hat der Unionsfinanzmann Brinkhaus heute Morgen im ARD-Morgen-Magazin davon gesprochen, dass wahrscheinlich Deutschland wie immer seinen traditionellen Anteil von 20% und ein bisschen mehr tragen wird. Entspricht das noch dem Stand der Dinge in Sachen Türkei oder wird dieser Anteil nicht höher ausfallen? Und eine zweite Frage. Am Wochenende gab es auch einen Bericht über die Belegung deutscher Aufnahmelager. Ist denn schon daran gedacht? Gibt es schon irgendwelche Planungen, diese Kapazitäten zurückzuführen? Oder werden die erst mal vorgehalten für einen, ich weiß nicht, wie langen Zeitraum?
Wollen Sie zu den Aufnahmelagern? Ja, dazu kann ich sozusagen nicht antworten, weil, wie Sie wissen, Herr Heller, ist das die Aufgabe der Bundesländer, diese Aufgabe zu erfüllen und auch entsprechende Ressourcen vorzuhalten. Aus Sicht des Bundes war es uns immer sehr wichtig, dass die Länder möglichst hinreichende Kapazitäten im Bereich der Erstaufnahmeeinrichtung vorhalten. Und zwar deswegen, weil die Verfahrensdauer, dazu hatte ich hier mehrfach gesprochen, aus unserer Sicht eben nicht nur dadurch bestimmt wird, wie viele Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge zur Verfahrensgestaltung jeweils zur Verfügung stehen, sondern es eben auch sehr relevant ist, dass die betroffenen Flüchtlinge möglichst für einen geraumen Zeitraum in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben, um dort zentral zumindest erste Verfahrensschritte im Asylverfahren abarbeiten zu können. Das ist deswegen so wichtig, weil in der Regel in den Erstaufnahmeeinrichtungen eben entsprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch des BAMF sozusagen vor Ort tätig sind und dadurch bestimmte Verfahrensverzögerungen, die dann entstehen, wenn Flüchtlinge sehr frühzeitig auf die Kommunen verteilt werden. Das kann man sich ja denken, dann braucht man eine Ladung, dann müssen die von A nach B jeweils kommen, dann klappt das in dem einen oder anderen Fall nicht, aus welchen Gründen auch immer, sodass wir ganz grundsätzlich immer dafür geworben haben, möglichst großzügige Kapazitäten in Erstaufnahmeeinrichtungen vorzuhalten. Nochmal, wie jetzt die konkrete Planung ist, das müssten die jeweilig zuständigen Bundesländer selbst beantworten. Ja, ich kann Ihnen zu den Finanzen wahrscheinlich keine befriedigende Auskunft geben. Ich kann Ihnen lediglich sagen, dass jetzt erst einmal beschlossen worden ist, die schon zugesagten 3 Milliarden Euro für Flüchtlingshilfe in der Türkei so rasch wie möglich in konkreten Projekten auch auszugeben. Und erst dann, wenn dieses Geld sozusagen so gut wie erschöpft ist, wird Europa seine Bereitschaft umsetzen, auch bis Ende 2018 weitere 3 Milliarden Euro für diese Flüchtlingsprojekte zur Verfügung zu stellen. Ich kann Ihnen jetzt nicht die Zusammensetzung genau sagen, wie viel kommt aus dem EU-Haushalt, wie viel haben die Mitgliedstaaten anzubieten oder zu leisten. Ich nehme an, dass da übliche Schlüssel zur Anwendung kommen. Vielleicht kann das BMF. Vielleicht nur ganz kurz zu ergänzen nochmal. Es geht jetzt erstmal darum, dass die jetzt zugesagten 3 Milliarden fließen und was dann darüber hinaus noch fließen soll, da wird man sich dann zu gegebener Zeit darüber beschäftigen, wie das jetzt genau finanziert werden wird. Aber da, bis dahin ist ja jetzt auch erstmal noch ein bisschen Zeit und die Frage wird man dann zu gegebener Zeit klären. Darf ich da vielleicht noch mal nachfragen? Wir haben ja nur auch Ende vergangener Woche eine Einigung über den Haushalt 2007 zwischen den betreffenden Schlüsselministern erlebt. Wie viel ist denn in dieser Summe von 5 Milliarden, von der der Vizekanzler spricht, für Integration im weitesten Sinne? Wie viel ist denn davon letztendlich auf den Komplex Türkei-Gelder vorgesehen? Nur zum Verständnis, Sie meinten sicherlich den Haushalt 2017, ja, nicht 2007. Richtig, 2017, völlig klar. Jetzt ganz unabhängig davon, Sie wissen ja, was wir an Türkei-Hilfen beschlossen haben, also die 3 Milliarden, die sich ja zusammensetzen aus der 1 Milliarde Euro aus dem EU-Haushalt und aus den 2 Milliarden Euro von den Mitgliedstaaten. Der deutsche Anteil daran beträgt knapp 428 Millionen Euro und wird über 4 Jahre geleistet. Ich weiß jetzt nicht, was Ihre Frage da im Zusammenhang war mit dem mit der Haushaltsentwurf. Das ist drin im Haushaltsentwurf, Das war vorher ja schon, war ja vorher schon auch kommuniziert worden. Herr Gers? Ja, auch dazu, Frau Kalwey. Zu der Einigung, am Freitag hieß es von Seiten der SPD, es seien gut 5 Milliarden, auf die man sich geeinigt habe für 2017. Am Wochenende dann aus Ihrem Haus, nein, es seien nur etwa 2,5 Milliarden. Wie viel sind es denn jetzt, die zusätzlich Flüchtlinge und Einheimische, sprich Langzeitarbeitslose etc. ausgegeben werden? Kann man da mal Klarheit bekommen? Also ich kann Ihnen da ganz allgemein zu sagen, dass wir natürlich zufrieden sind, dass es eine Einigung gibt. Die Eckwerte werden jetzt am Mittwoch dem Kabinett vorgelegt. Danach wird der Minister sich ja auch hier in der Bundespressekonferenz äußern. Und in dem Rahmen können dann auch alle Fragen geklärt werden. Ich an dieser Stelle werde jetzt nicht weiter mich zu einzelnen Zahlen äußern. Das müssen wir dann alles oder wird alles am Mittwoch dann geschehen. Entschuldigung, Zusatz? Aber die Diskrepanz ist ja sehr groß zwischen 2,5 und 5 Milliarden. Und deshalb würde mich schon interessieren,
wie das zustande kommt. Ich meine, die eine Seite sagt 5, die andere 2,5 Milliarden. Das ist ja wohl erklärungsbedürftig. Nochmal, ich kann Ihnen dazu jetzt nur das sagen, was ich Ihnen gesagt habe, und alles andere müssen wir dann auf Mittwoch vertagen. Dann Herr Jung, bitte. Herr Seibert, wenn ein Mensch aus Ihrer Sicht illegal in Griechenland ankommt, ist der Mensch dann kriminell? Dieses Wort haben Sie hier nicht gehört und deswegen sehe ich auch keinen Grund, es in diese Debatte einzuführen. Sie benutzen ja illegale Migration oder irreguläre Migration. Ist der Mensch dann kriminell? Ich benutze die Worte, die mir angemessen erscheinen. Ich habe nochmal Ihre eigenen Worte von Freitag, haben Sie getwittert. Da zitieren Sie Ihre Kanzlerin. Alle Prinzipien werden eingehalten. Jeder Asylantrag wird individuell bearbeitet. Dazu meine Frage, wenn es also Menschen in griechisches Hoheitsgebiet schaffen oder auf griechischem Boden geschafft haben, wo wird dieser Asylantrag bearbeitet und was müssen die Menschen nachweisen? Es heißt in einem anderen Bericht, dass die Menschen nachweisen müssen, dass man in der Türkei verfolgt wird. Also zunächst mal ist das eine ganz wichtige Aussage, auf die Sie da noch mal anspielen. Das EU-Recht, das Völkerrecht werden uneingeschränkt gewahrt. Jegliche Form von Kollektivrückweisung oder Kollektivausweisung ist ausgeschlossen. Alle Migranten werden in Griechenland nach den einschlägigen internationalen Standards und in Bezug auf den Grundsatz der Nichtzurückweisung geschützt. So, das ist zunächst einmal das Wesentliche. Wo das dann geschieht, sinnvollerweise dort, wo die Migranten eintreffen, sicherlich auf den Inseln, ob es ausschließlich auf den Inseln und in den Hotspots geschieht, das ist sicher etwas, was zurzeit genau auch organisatorisch geklärt wird. Nochmal die Frage, bitte. Die Frage war, was die Menschen nachweisen müssen. Das heißt hier nämlich, dass sie nur nachweisen müssen, dass sie in der Türkei verfolgt werden. Also es geht ja um Syrer, Afghanen und so weiter, die aus Kriegen fliehen, die Kriegsflüchtlinge sind. Müssen die Menschen nachweisen, dass sie aus dem Krieg kommen oder dass sie in der Türkei verfolgt werden? Wollen Sie dazu was sagen? Ja, ich kann auf das einschlägige europäische Recht verweisen, Herr Jung, was vorsieht, dass wenn ein Mensch aus einem sicheren Drittstaat einreist in die EU, dass sein Asylantrag grundsätzlich unzulässig ist, außer dass er eben sozusagen nachweisen kann, genau in diesem sicheren Drittstaat einer Verfolgung zu unterliegen. Das beantwortet Ihre Frage und ist tatsächlich genau geltendes europäisches Recht, was auch in diesem Verfahren beachtet werden wird. Herr Brotberg noch mal dazu? Nicht. Dann Herr Blank. Ja, ich würde ganz gerne auf den Punkt Rückführung oder Rückübernahme sozusagen von Flüchtlingen auf legalem Weg aus der Türkei zu sprechen kommen. Herr Dr. Demuth, Sie hatten gesagt, diese Woche, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in dem Zusammenhang würde es ein Expertenteam noch in die Region geben, das sich damit auseinandersetzt. Herr Seibert, in diesem Zusammenhang die Frage, besteht das nur aus Deutschen oder beteiligen sich daran auch andere EU-Länder? Und der zweite Teil der Frage, Rückübernahme der 72.000 Menschen. Gibt es mittlerweile Zusagen aus anderen europäischen EU-Ländern vielmehr, sich daran zu beteiligen? Ich fange mal mit der letzten Frage an. Vielleicht können Sie dann das andere übernehmen. Wir haben eine Einigung von 28 europäischen Mitgliedstaaten auf diese europäisch-türkische Vereinbarung am Freitag. Wir wissen, dass es zwei Mitgliedstaaten gibt, die Slowakei und Ungarn, die für sich einen anderen Weg gehen wollen und die gerichtlich überprüfen lassen, ihre Beteiligung an der Verteilung. Ansonsten haben wir 26 Mitgliedstaaten, die einen ganz klaren gemeinsamen Willen ausgedrückt haben, in diese Vereinbarung mit der Türkei einzutreten. Und das heißt logischerweise auch, das mitzuerfüllen, was Europa im Rahmen dieser Vereinbarung zu erfüllen hat. Ja, und zum ersten Teil Ihrer Frage, die kann ich abschließend für den Moment noch nicht beantworten. Unser Interesse wird es sicher sein, dass andere Mitgliedstaaten, die jetzt auch schon so weit sind, sich anschließen bei so einem Besuch in der Region. Wir planen aber sozusagen Stand heute Morgen erstmal für uns selbst, sind aber im Gespräch mit anderen Mitgliedstaaten, um möglichst da sozusagen auch, wie soll ich sagen, keine Doppelarbeit zu produzieren, sondern möglichst eben an einem breiten Kreis, Kommission sowieso und dann eben auch möglichst andere Mitgliedstaaten hier Gespräche zu führen. Die Frage muss ja als Zusatzfrage erlaubt sein, wenn das nur deutsche Experten sind, die sich um die Rückübernahme kümmern, liegt der Schluss ja nahe, dass das im Prinzip auf deutschen Schultern alleine lastet. Nein, der Schluss liegt nicht nahe, sondern es ist schlichtweg so, dass wir als Bundesregierung ein großes Interesse daran haben, dass die Beschlüsse von vergangener Woche sehr schnell funktionieren, sehr schnell umgesetzt werden, sehr schnell mit Leben gefüllt werden. Und um unseren Teil
zugesagten Unterstützung, unseren Teil der zugesagten solidarischen Verteilung innerhalb Europas möglichst rasch umsetzen zu können, werden wir jedenfalls alles unternehmen, was sozusagen in der Hand der deutschen Bundesregierung liegt, um diese Hausaufgaben zu erledigen. Und nochmal, wir sind im guten Gespräch mit unseren Partnern, auch was das anbetrifft. Aber der Schluss, dass wenn wir jetzt sozusagen auch einseitig solche Unternehmungen anstrengen, dass andere sich sozusagen aus der Solidarität damit schon verabschieden, der liegt nicht auf der Hand, sondern nochmal, uns geht es darum, das liegt auch auf der Linie des schon jetzt mehrfach zitierten Schreibens des Ministers. Uns geht es darum, dass die Bundesregierung ganz deutlich werden lässt, dass wir sehr bereit sind und in der Lage sind, alles in unserer Macht Stehende dazu beizutragen, dass diese Beschlüsse dann auch umgesetzt werden. Und selbstverständlich schließt das aber mitnichten aus, dass andere das auch tun. Und es schließt auch nicht aus, dass wir auf allen Kanälen darum werben, dass andere sich ebenso verhalten und nochmal nicht zuletzt auch aus Effektivitätsgründen möglichst da gebündelte Maßnahmen eingeleitet werden. Herr Steiner? Ja, schließe ich direkt dran an. Herr Demuth, ich würde gerne verstehen, oder vielleicht auch Herr Seibert, die Kanzlerin konnte es am Freitag ja noch nicht so ganz genau sagen, wie denn der Stand ist innerhalb der Türkei mit der Gesetzeslage, ob denn die Voraussetzungen für die Rückübernahme überhaupt schon erfüllt sind, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also insofern würde ich mich darüber freuen, wenn Sie da ein bisschen Aufklärung schaffen könnten, wie weit ist denn die Türkei, um die Voraussetzungen für eine Rückübernahme überhaupt erfüllen zu können? Was fehlt denn dort aktuell noch, damit das überhaupt möglich ist? Ich war jetzt am Freitag nicht dabei, deswegen kann ich jetzt nicht genau erkennen, sozusagen, wo die Lücke ist, die Sie beschreiben. Nach meinem Herr Seibert gerade ins Protokoll guckt, kann ich ihm sagen, es war die allerletzte Frage am Freitag und die allerletzte Antwort. Danke. Also nach meinem Kenntnisstand ist es mitnichten so, dass auf türkischer Seite rechtlich oder tatsächlich da noch wesentliche Änderungen vorzunehmen sind. Was wohl richtig ist, ist, dass auf griechischer Seite bestimmte Dinge noch getan werden müssen. Da geht es insbesondere auch um Verfahrensregelungen, die so ausgestaltet werden müssen, dass ein möglichst effektives Verfahren tatsächlich idealerweise in den von Herrn Seibert genannten Hotspots durchgeführt werden kann. Das ist auch mein Kenntnisstand. Was das genau betrifft, müsste man aber tatsächlich sozusagen die griechische Seite respektive auch die Kommission fragen. Aber da gibt es meinem Kenntnisstand nach noch etwas zu tun. Dass das auf türkischer Seite auch der Fall ist, wüsste ich jetzt nicht. Heißt aber nicht zwingend, dass ich abschließend sozusagen in Kenntnis der türkischen Rechtslage bin. Ich könnte Ihnen folgende Erklärung vielleicht anbieten, wenigstens. Die Türkei hat sich ja auf dem Gipfel erneut dazu verpflichtet, die zurückgenommenen Flüchtlinge zu schützen, und zwar im Einklang mit internationalen Standards und unter Respektierung des Non-Refoulement-Gebots. Die Genfer Flüchtlingskonvention, darauf spielen Sie möglicherweise an, hat die Türkei ja nur mit einem Vorbehalt ratifiziert, der die Geltung dieser Konvention auf Flüchtlinge aus europäischen Ländern beschränkt. Die Türkei hat aber durch nationales Recht ein umfassendes Refoulement-Verbot statuiert, das auch diesen Fall umfasst. Herr Dahlhammer. Noch eine Frage an Herrn Dr. Demiroth. Steht denn schon fest, woher diese 200 Polizisten bzw. 100 Asylentscheider kommen sollen? Was meinen Sie, woher die kommen? Regional oder? Ja, aus welchen Behörden regional? Naja, Behörden. Zunächst mal kann der Bund natürlich nur für seine eigenen Behörden Angebote unterbreiten. Das heißt, in Bezug auf die Polizisten wird es sich dabei im Kern jedenfalls um Bundespolizisten handeln. Und in Bezug auf die Asylexperten wird es sich um Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge handeln. Wir werden, was die Polizisten anbetrifft, wie das in der Vergangenheit auch üblich war, auch bei den Bundesländern noch mal abfragen, ob dort Bereitschaft besteht, diese Mission zu unterstützen. Aber das Angebot, was der Bundesinnenminister unterbreitet, unterbreitet er selbstverständlich zunächst mal nur zu dem BMI angegliederten Geschäftsbereichsbehörden. Und das sind die beiden genannten Bundespolizei und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und was jetzt die regionale Herkunft einzelner Mitarbeiter anbetrifft, da bitte ich um Verständnis, kann ich Ihnen jetzt noch keine Auskunft geben. Weil, wie ich eingangs erwähnte, die Anforderungen sehr kurzfristig erst eingegangen sind und wir jetzt dabei sind zu prüfen, wie wir diesen Anforderungen Genüge tun können und welche Mitarbeiter an welchem Standort dafür in Frage kommen. Wie gesagt, da kommt es ja dann auch sehr darauf an, wie genau das Anforderungsprofil aussieht, was brauchen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, um diese Aufgabe zu bewältigen und welche Mitarbeiter kommen dafür in Frage. Herr Pappas? Zwei Fragen.
die deutschen Polizisten und Angestellte, die nach Griechenland gehen, stehen die dann unter der Verantwortung der griechischen Behörden oder sind da die auf EU-Mission unterwegs? Die Frage also, wer hat die Verantwortung? Die werden in diese Hotspots arbeiten und wer hat die Verantwortung? Die griechischen Behörden oder die Europäische Union? Das ist die eine Frage. Und die zweite, ich habe gerade gesagt, also die griechische Seite muss noch ein paar Dinge machen. Was sind das? Sind das Gesetze? Sind das gesetzliche Schritte, die die griechische Regierung dann machen soll oder administrative Maßnahmen? Zu Ihrer ersten Frage wird es so sein, dass die beiden genannten Agenturen, europäischen Agenturen, diese Einsätze koordinieren, EASO und Frontex. Selbstverständlich immer da, wo es um Anwendung von Hoheitsbefugnissen und Hoheitsrecht geht, werden diese Befugnisse ausschließlich von griechischen Beamten und Beamtinnen ausgeübt werden. Also eine Asylentscheidung beispielsweise, die ja wenn sie negativ ausgeht, einen belastenden Verwaltungsakt darstellt, zulasten des betroffenen Flüchtlings, kann nur ein griechischer Beamter oder eine griechische Beamtin treffen, um das ganz klar zu machen. Um was es geht, ist, dass bei diesen Prozessen eben deutsche Experten unterstützen sollen, um die Entscheider, um diejenigen, die dann auf griechischer Seite solche Entscheidungen treffen können, möglichst von anderen Aufgaben zu befreien, sodass tatsächlich sozusagen hinreichend Ressourcen auf griechischer Seite für diese Entscheidungen vorgehalten werden kann. Das ist das Verfahren. Und nochmal, dazu sind wir gerade dabei, geeignete Kolleginnen und Kollegen auszusuchen, auf Grundlage der Anforderungen, weil es da beispielsweise natürlich auch um die Frage der Sprache geht, nur mal um ein Beispiel zu nehmen, ja. Welche Sprachkenntnisse sollten möglichst diese Kolleginnen und Kollegen mitbringen, damit dann auch wirklich effektive Hilfe geleistet werden kann? Ihre erste Frage müssten Sie im Prinzip bei der griechischen Regierung stellen. Selbstverständlich ist die Erwartungshaltung, dass die griechische Seite alles dafür tut, dass die Beschlüsse vom vergangenen Freitag jetzt auch mit Leben gefüllt werden können. Und das betrifft vor allem administrative Fragen. Auch da ist es so, wie bereits mehrfach erwähnt, dass die Kommission, die hier die koordinierende Rolle hat, unterstützt, vor Ort ist mit einer Steuerungsgruppe, um tatsächliche wie rechtliche Fragen auch mit dem juristischen Dienst der Kommission und Ähnlichem zu klären und bei dieser Unterstützung wiederum die Mitgliedstaaten und darunter auch Deutschland selbstverständlich unterstützt. Hatte ich auch eingangs erwähnt und Herr Seibert auch, der Präsident des Technischen Hilfswerks ist vor Ort oder wird heute anreisen, um diese Steuerungsgruppe unter Führung von Herrn Vervey zu unterstützen. Bei genau der Klärung dieser Fragen, welche tatsächlichen, möglicherweise auch rechtlichen Schritte sind jetzt von der griechischen Regierung möglichst zeitnah umzusetzen, damit eben diese Beschlüsse vom vergangenen Freitag jetzt auch zum Funktionieren gebracht werden können. Ein kleiner Zusatz? Ja, bitte. Es geht jetzt, also die deutschen Beamten werden die griechischen Behörden helfen dabei, um die bereits in Griechenland befindenden Flüchtlinge irgendwie zu erledigen, also die Sache zu erledigen, oder für diejenigen, die ab dem Stichtag der Vereinbarung der Türkei nach Griechenland kommen, reisen? Es geht um die Vereinbarung, die besagt, dass seit gestern dieses neue Verfahren gilt und bei diesem neuen Verfahren werden die Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Herr Reuter, Sie können rechts wie links. Ich muss nur wissen, welches Mikrofon für Sie besser ist. Okay. Herr Dimroth, noch mal kurz zu den Mitarbeitern, zum Beispiel aus dem BAMF. Wir haben ja oft und lange darüber geredet, dass es da zu wenig Leute gibt. Gibt es da jetzt schon genug, dass man 100 nach Griechenland schicken kann? Und die andere Frage, das knüpft an die hoheitlichen Aufgaben an. Was passiert eigentlich mit den Flüchtlingen zwischen dem Moment ihres Ankommens mit Schlauchbooten auf einer griechischen Insel und dem Moment, wo sie möglicherweise zurückgeschickt werden? Werden die irgendwie festgesetzt, bewacht, verhaftet und werden deutsche Polizisten daran teilnehmen, wenn das so ist? Also zum ersten Teil Ihrer Frage, selbstverständlich muss es das Ziel sein und wir sind guter Dinge, dass das gelingt, die Unterstützungsleistungen, die jetzt zugesagt sind, aus dem Bereich des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge so auszugestalten, dass die Verfahren im Inland dadurch nicht notleidend werden. Wir sind auch guter Dinge, dass das klappt. Wie Sie wissen, ist ja beim BAMF eine Menge passiert und eine Menge auch inzwischen erreicht, was Personalgewinnung anbetrifft, was Bildung von regionalen Schwerpunkten anbetrifft, was Verfahrensdauer anbetrifft.
sodass wir guter Dinge sind, dass das gelingen kann. Und entscheidend ist ja das, was Herr Seibert eingangs erwähnte, dass wir davon überzeugt sind, dass diese Lösung, dass diese Beschlüsse vom vergangenen Freitag dazu beitragen werden, dass insgesamt die Zahl derjenigen, die illegal von der Türkei nach Griechenland migrieren, deutlich sinkt und damit im Ergebnis selbstverständlich auch die Zahl derjenigen, die dann in Deutschland im Ergebnis über diesen Weg ankommen, deutlich sinkt, sodass jedenfalls auf Sicht auch die Zahl derjenigen, die dann hier vom BAMF bearbeitet werden müssen, sinkt. Und insofern ist das ja ein wichtiger Beitrag an anderer Stelle, der die Verfahren und das Gesamtsystem in Deutschland zu entlasten geeignet ist. Also, um es nochmal zusammenzufassen, wir sind davon überzeugt und haben das natürlich im Auge, dass diese Unterstützungsleistung aus dem BAMF heraus nicht dazu führt, dass die Verfahren hier in Deutschland sich verlängern. Gleichzeitig sind wir aber fest davon überzeugt, dass die Maßnahmen, die beschlossen sind, wenn sie zur Umsetzung kommen, dazu beitragen, die Zahl derjenigen, die nach Deutschland kommen, deutlich signifikant und nachhaltig zu verringern, sodass das Asylsystem in Deutschland dadurch entlastet wird. Und das mit den Polizisten, ob die... Ja, es gibt von Frontex noch keinen Einsatzplan, deswegen, das wäre die zuständige Stelle, die Ihnen das beantworten können müsste. Das steht noch aus, insofern kann ich diese konkrete Frage noch nicht beantworten. Angefordert ist, ohne eben einen entsprechenden Einsatzplan bis jetzt fertiggestellt zu haben, sind Experten für Rückführung. Es geht also weniger darum jetzt, dass Polizisten bei der Unterbringung oder bei der Verpflegung oder Ähnlichem von Flüchtlingen an zentralen Punkten eingesetzt werden sollen, sondern tatsächlich bei der Rückführung. Herr Kollege, bitte. Hat die Bundesregierung vor, in unmittelbarer Zeit die Türkei als sicheren Drittstaat anzuerkennen? Und zum Zweiten, die Grünen haben gestern und heute gefordert, dass die Flüchtlinge in Idomeni nach Deutschland übersiedelt werden. Nun, wird die Bundesregierung diese Forderung entsprechen? Vielleicht fange ich mit dem zweiten Teil der Frage jetzt wieder an in der bewährten Arbeitsteilung. Und Herr Wimroth kommt dann zu dem ersten dazu. Über die Flüchtlinge in Idomeni ist ja auch gesprochen worden am Freitag. Und die Bundeskanzlerin hat auch in ihrer Pressekonferenz noch einmal den deutschen Standpunkt dazu klar gemacht. Es bleibt dabei, dass alle europäischen Mitgliedstaaten die Flüchtlinge in Idomeni und andernorts in Griechenland, vor allem aber in Idomeni, auffordern, die Unterbringungsmöglichkeiten zu nutzen, die die griechische Regierung für sie geschaffen hat und die einen weit besseren Standard versprechen als das Camp in Idomeni. Und dann wird man natürlich sehen und mit der griechischen Regierung besprechen, wie viele Flüchtlinge aus Griechenland in andere Mitgliedstaaten umgesiedelt werden können. Die Mitgliedstaaten haben am Freitag auch vereinbart, dieses Umsiedlungsverfahren aus Griechenland heraus in die restlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu beschleunigen. Ja, und zu Ihrer ersten Frage, Herr Papas, ist es ja so, wie Herr Seibert vorhin ausgeführt hat, dass die Türkei aufgrund einer Reihe von nationalen sozusagen Selbstbindungen auf gesetzlicher Ebene aus unserer Sicht die völkerrechtlichen Voraussetzungen insoweit erfüllt, sodass hier keinerlei zusätzliche Initiative im Moment jedenfalls geplant ist. Möglicherweise fragen Sie aber zusätzlich auch nach einer potenziellen Einstufung als sicheres Herkunftsland. Das wäre noch mal was anderes. Da ist es ja so, dass, wie Sie wissen, derzeit noch im Verfahren das Gesetz ist der Bundesregierung zur Einstufung dreier nordafrikanischer Staaten als sichere Herkunftsländer. Dort gibt es noch keinen Abschluss des Verfahrens, auch aufgrund der Befassung des Bundesrates, die erforderlich ist. Aber auch insoweit kann ich Ihnen hier jedenfalls nicht mitteilen, dass Überlegungen oder gar schon Initiativen bestehen, die Türkei als sicheres Herkunftsland einzustufen. Zusatz? Nein, ich habe das letzte Wort nicht verstanden. Es gibt aktuell, kann ich Ihnen nicht mitteilen, von Plänen, die Türkei als sicheres Herkunftsland einzustufen. Okay. Herr Blank, bitte. Anderes Thema. Anderes Thema? Genau. Dann Herr Jung. Aber ich zitiere Sie nochmal von via Twitter, haben Sie die Kanzlerin zitiert, wir zeigen Alternativen auf, wie man auf legalem Wege nach Europa kommen kann. Können Sie zunächst mal erklären, welche Alternativen das konkret sein sollen oder werden? Gut, ich dachte, dass das jetzt eigentlich in den letzten Tagen hätte klar werden können, aber ich will es gerne noch einmal versuchen.
Sie wissen, dass es eine Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei gibt, dass für jeden Syrer, der von Griechenland in die EU zurückgeführt wird, für jeden Syrer, der auf illegalem Wege von der Türkei nach Griechenland gekommen ist und von Griechenland in die Türkei zurückgeführt wird, wird ein anderer Syrer auf legalem Wege im Rahmen eines Verteilungsmechanismus in die EU überführt werden. Das ist ein ganz konkretes Angebot, das klar sagt, es gibt legale Möglichkeiten. Es ist unsinnig, gefährlich und erfolglos, den illegalen Weg zu gehen. Zweitens ist auch klar, dass wenn diese Vereinbarung, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, die ich mal eins für eins nennen will, wenn die ausgelaufen ist, also nach der drastischen Reduzierung der illegalen Migration, die wir uns davon versprechen, kommen wir in eine nächste Phase. Und das ist dann die Phase der freiwilligen Beteiligung der Mitgliedstaaten an einem Umsiedlungsprogramm für Schutzbedürftige aus der Türkei. Das wird dann mit der Türkei noch mal genau zu besprechen sein, im Lichte der aktuellen Entwicklung, im Lichte sicherlich auch der Entwicklung in Syrien. Denn dorther kommen ja sehr viele schutzbedürftige Flüchtlinge. Aber dieses Angebot von europäischer Seite steht und es ist ja auch Teil der Vereinbarungen am Freitag. Zusatz? Ganz kurz zum Verständnis. Was ist mit den Leuten, die nicht Syrer sind? Und einer der wenigen legalen Fluchtwege war ja der Familiennachzug. Den hat die Bundesregierung jetzt eingeschränkt. Also können wir damit rechnen, dass Sie in Zukunft noch weitere legale Fluchtwege einschränken, obwohl Sie das Gegenteil versprechen? Also zunächst einmal habe ich, glaube ich, klar gemacht, welche Möglichkeiten legaler Migration es gibt und dass die Vereinbarung vom Freitag zwischen der EU und der Türkei erheblich dazu beitragen kann, die illegale Migration zu beenden und dadurch den Weg zu öffnen für legale Migrationsmöglichkeiten. Ich glaube, diesen Mechanismus kann man sehr klar erkennen. So, und wenn wir dann in dieser Phase sind, die ich gerade beschrieben habe, der freiwilligen Teilnahme der Mitgliedstaaten an einem Umsiedlungsprogramm für Schutzbedürftige aus der Türkei, dann wird das sicherlich auch zu besprechen sein mit der Türkei. Wer sind diese Schutzbedürftigen? Sind das ausschließlich Syrer oder könnten das auch zum Teil Angehörige anderer Nationen sein? Herr Reuter, noch mal zum Thema. Ja, noch mal zu den Polizisten und was die tun. Sie sagten, angefordert seien Experten für die Rückführung. Nun kann man sich ja vorstellen, dass so eine Rückführung nicht immer freiwillig sich ergehen lässt. Also noch mal die Frage, werden deutsche Polizisten möglicherweise daran mitwirken, mit Zwangsmaßnahmen in Handschellen bewacht etc. Menschen wieder in die Türkei zurückzubringen? Ja, vielen Dank für die Nachfrage, die allerdings weitestgehend einen sehr hypothetischen Charakter trägt. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass ein entsprechender Einsatzplan von Frontex noch nicht vorliegt, sodass ich die Frage nicht beantworten kann und wie gesagt, aufgrund ihres hypothetischen Charakters auch ohnehin nicht bereit wäre, die jetzt abschließend zu beantworten. Ausschließen kann man das aber sicher nicht, denn Rückführung ist, wenn diese gegen den Willen von Flüchtlingen geschieht, immer auch eine Maßnahme, die als Ultima Ratio den Einsatz unmittelbaren Zwangs einschließt. Und insofern lässt sich das sicher auch nicht ausschließen. Das ist Teil von Rückführung, wenn das so wäre. So ist das. Herr Steiner dazu? Ja, Herr Dimroth, nur ganz kurz, weil Sie eben ausgeschlossen haben, hoheitliches Handeln durch die Bundespolizisten dort vor Ort vorgenommen würde, wenn ich es richtig verstanden habe, oder galt das nur für die Entscheider oder die Unterstützer? Nein, auch insoweit gilt es natürlich, dass sowas zu verantworten wäre, solche Einsätze und auch sozusagen rechtlich gar nicht anders ausgestaltbar durch griechische Behörden und griechische Beamtinnen und Beamten. Aber auch in diesem Bereich wäre eben eine Unterstützungsleistung deutscher Beamtinnen und Beamten möglich. Bitte. Ja, wie beurteilen Sie den ersten Tag, seitdem diese Vereinbarung gilt, als Erfolg? Also es heißt, dass über Nacht etwa tausend Flüchtlinge in die griechische Insel angelangt sind und dass es beim Versuch, bestimmte Boote anzuhalten, auch Warnschüsse gefallen sind oder seien. Wird das der neue Typ der Verhinderung von Flüchtlingsbooten sein? Also Verhinderung, nach Griechenland zu gelangen. Geht die Frage an mich? An Sie oder
Und wenn auch immer. Auch also wenn Zeit. Sie zum Teil auch an mich geht, dann würde ich sagen, Herr Chilas, dass es wirklich wenig sinnvoll ist, nach 36 Stunden irgendeine Bilanz zu ziehen oder Zwischenbeurteilungen abzugeben. Wir haben jetzt einen in der Umsetzung logistisch, organisatorisch ausgesprochen anspruchsvolle Verabredung mit der Türkei geschlossen, von der wir von vornherein wussten, dass wir viele organisatorische Anstrengungen machen müssen aus den Mitgliedstaaten in den europäischen Institutionen, um mit der Türkei und mit Griechenland das Notwendige dann am Boden auch umzusetzen. Wir sind mit allen Kräften dabei, wie es auch die Europäische Kommission und andere Mitgliedstaaten sind. Und ich glaube, jede Beurteilung, jede Bilanz wäre jetzt zu früh. Soweit dieses Thema für heute. Herr Blank mit einem neuen Thema, bitte. Ja, an die Sprecherin des Auswärtigen Amts, bitte. Gibt es neue Informationen über mögliche deutsche Opfer, Verletzte oder Tote bei dem Busunglück in Spanien? Also nach allen Informationen, die uns bislang vorliegen, können wir nicht ausschließen, dass unter den Todesopfern des Busunglücks in Spanien auch deutsche Staatsangehörige sind. Wir haben zwei verletzte deutsche Staatsangehörige, die gerade von Mitarbeitern des deutschen Generalkonsulats in Barcelona konsularisch betreut werden. Unser GK in Barcelona steht wegen der weiteren Aufklärung in engstem Kontakt mit den zuständigen spanischen Behörden. Was ich Ihnen auch sagen kann, ist, dass sich die verletzten Deutschen außer Lebensgefahr befinden. Lässt sich zu den verletzten Deutschen was sagen? Sind sie männlich oder weiblich und im Alter? Aufgrund des Persönlichkeitsschutzes halten wir uns mit genauen Angaben zu solchen Fragen eher zurück. Dann Herr Steiner mit einem neuen Thema. Ja, an Frau Kalwey und Herrn Seibert. Die Welt am Sonntag hatte so schön berichtet über die Zukunft der BND-Reform und dass Herr Schäuble dazu eine Meinung entwickelt habe. Und zum anderen, Herr Seibert, würde mich natürlich interessieren, wie denn die BND-Gesetzreform als solches jetzt vorangehen soll. Gibt es dort inzwischen einen konkreten Zeitplan? Was ist dort vorgesehen? Also an Frau Kalwey die Frage, hat Herr Schäuble sich dazu, wie die Welt am Sonntag berichtet hatte, eine Meinung gebildet und diese auch kundgetan? Und an Herrn Seibert die Frage, wie ist das weitere Verfahren und wie ist das vielleicht auch einzuschätzen, was Herr Schäuble geäußert haben soll? Also zuerst zu der Äußerung, ich kann Ihnen dazu jetzt nichts sagen, mir ist da auch nichts bekannt, dass der Minister sich dazu geäußert hat. Ich weiß jetzt auch nicht, was die Welt am Sonntag hat, was sie gesagt hat, inwiefern sich der Minister geäußert haben soll. Von daher kann ich Ihnen da jetzt an dieser Stelle nichts zu sagen. Ja, Herr Steiner, wir haben ja mehrfach öffentlich erklärt, dass die Bundesregierung an einer klarstellenden Regelung für die strategische Fernmeldeaufklärung des BND arbeitet. Dazu hat das Kanzleramt einen konkreten Gesetzentwurf vorgelegt. Der strebt eine ausgewogene Regelung an, die Rechtsklarheit und Rechtssicherheit schaffen soll. Und über diese Regelung dauern die Gespräche noch an. Ich bin nicht in der Lage, Ihnen Einzelheiten des Gesetzentwurfs oder Einzelheiten der Gespräche hier zu enthüllen. Auch der Inhalt der laufenden Abstimmungen ist etwas, das ich hier nicht öffentlich erörtern werde, auch mit Respekt vor dem Deutschen Bundestag. Und im Übrigen haben wir am 16. Dezember des vergangenen Jahres eine Pressemitteilung rausgegeben, auf die ich noch einmal verweisen darf. Herr Jung, dazu? Zu den Gesprächen, die noch laufen, Frau Kalwey, ist Herr Schäuble an diesen Gesprächen beteiligt? Und wenn ja, warum? Ich kann Ihnen dazu zu dem Thema wirklich gar nichts sagen. Hat Ihr Minister irgendein Interesse an der BND-Reform? Auch dazu kann ich Ihnen wirklich an dieser Stelle jetzt hier nichts sagen. Wenn wir da irgendwas zu sagen haben, werden wir uns oder auch der Minister sich entsprechend äußern. Ansonsten kann ich mich dem, was Herr Seibert gerade gesagt hat, nur anschließen. Und wie gesagt, ich kann Ihnen an dieser Stelle nichts weiter dazu mitteilen. Herr Seibert, hat Herr Schäuble irgendwas bei der BND-Reform zu sagen oder ist das Sache des Kanzleramts? Die ganze Bundesregierung hat natürlich ein Interesse an dieser klarstellenden Regelung für die strategische Fernmeldeaufklärung des BND, denn der BND ist ein sehr wichtiges Element unserer Sicherheit. Herr Steiner noch mal dazu? Ja, dann frage ich dann doch gleich mal weiter, wenn wir schon beim BND-Gesetz sind, würde mich dann doch noch interessieren, ob die Bundesregierung ihrerseits selbst auch noch mal einen Vorschlag erarbeiten wird zur Reform des G10-Gesetzes an der Stelle und der Kontrollbefugnisse an der Stelle und ob die Bundesregierung es dem Parlament überlassen wird, das Gesetz über das parlamentarische Kontrollgremium auch zu reformieren im Zuge dessen. Also,
wir kommen immer wieder auf Territorium, das wir hier schon gemeinsam beschritten haben. Die parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes ist ein wichtiger Pfeiler unserer demokratischen Ordnung. So sieht es die Bundesregierung und so haben es auch alle ihre Vorgänger gesehen. Eine effektive Kontrolle ist uns daher ebenso ein Anliegen wie auch auf der anderen Seite die Gewährleistung der effektiven Arbeit, die Nachrichtendienste leisten können müssen. Und deswegen unterstützen wir vollumfänglich die Arbeit des Parlaments bei der Kontrolle der Nachrichtendienste. Der Deutsche Bundestag arbeitet aktuell an einer Reform zur Struktur und zum Umfang der parlamentarischen Kontrolle. Und dabei hat er die umfassende Unterstützung der Bundesregierung. Gilt das auch für das G10-Gesetz, was in dem Sinne, im strengen Sinne, ja kein parlamentarisches Verfahren ist, sondern ein Gremium, das extra benannt ist? Ich kann Ihnen darüber hinaus jetzt hier keine Auskunft geben. Herr Kollege, bitte. Christoph Schelt, Hessischer Rundfunk, hallo. Eine Frage ans Verkehrsministerium, Stichwort Abgasaffäre. Die Deutsche Umwelthilfe wirft Ihnen massive Intransparenz vor und sagt, es gäbe überhaupt keine Auskünfte mehr aus Ihrem Hause. Wie verhalten Sie sich dazu? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich halte diesen Vorwurf für abwegig. Unser Haus bemüht sich um Aufklärung und arbeitet aktiv an der Aufklärung des von Ihnen angesprochenen Manipulationsskandals. Unsere Aktivitäten sind bekannt. Ich kann das gerne noch mal anreißen. Der Minister hat direkt nach Bekanntwerden der Vorwürfe eine Untersuchungskommission eingerichtet, die sich um Aufklärung bei VW bemüht. Die Untersuchungskommission hat auch darüber hinaus ein umfassendes Maßnahmenpaket in Zusammenhang mit den zukünftigen Zulassungsverfahren erarbeitet. Da geht es um die Offenlegung der Motorsoftware gegenüber der Typgenehmigungsbehörde. Da geht es auch um die Rotation technischer Prüfdienste bei den Herstellern. Und es geht um die Einrichtung staatlicher Prüfstände. Alle diese Maßnahmen werden Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets sein. Und was die Nachprüfungen betrifft, so ist es ja so, dass unser Haus umfangreiche und strenge Nachprüfungen bei den betroffenen Dieselmodellen über das Kraftfahrtbundesamt durchführen lässt. Betroffen oder einbezogen in diese Nachprüfungen werden aber auch andere Volumenhersteller, andere Hersteller von Dieselfahrzeugen aus dem In- und Ausland. Diese Tests sind sehr umfangreich, die finden im Labor auf der sogenannten Rolle statt, aber auch unter realen Bedingungen auf der Straße. Das heißt, sie gehen auch in ihrer Anordnung weit über das hinaus, was nach Gesetzeslage an Tests derzeit erforderlich wäre. Und wir werden ein Gesamtergebnis dieser Nachprüfungen nach Abschluss der Untersuchungen öffentlich vorstellen. Zusatz? Ja, ganz konkret, die Deutsche Umwelthilfe bemängelt aber auch, dass sie zum Beispiel eine Akte aus dem Kraftfahrtbundesamt zum Thema Dieselgate erhalten hat, nachdem sie das juristisch erwirkt hat. Und die war komplett geschwärzt. Wie kann sowas sein? Also ich werde mich jetzt hier nicht zu Einzelheiten dieser Pressekonferenz der Deutschen Umwelthilfe äußern. Ich habe gerade ja deutlich gemacht, dass die Nachprüfungen unsererseits noch nicht abgeschlossen sind. Insofern kann ich jetzt hier auch keine Ergebnisse vorwegnehmen, die noch gar nicht vorliegen. Herr Heller mit einem neuen Thema. Ach so, Entschuldigung, Herr Blank. Entschuldigung. Eine Nachfrage doch noch. Die Deutsche Umwelthilfe sagt heute, dass im Zusammenhang mit den Nachprüfungen beim Kraftfahrtbundesamt oder beim Ministerium angeblich ein Anhörungsverfahren zur Vorbereitung einer behördlichen Entscheidung gegen nicht nur VW, sondern auch gegen Daimler und Opel laufe. Trifft das zu? Herr Blank, auch da verweise ich nochmal auf das, was ich gerade gesagt habe. Die Nachprüfungen sind noch nicht abgeschlossen und ich kann Ihnen da zurzeit keine weiteren Einzelheiten nennen. Dann aber Herr Heller mit einem neuen Thema. Ich wollte noch mal das Außenministerium fragen, und zwar Türkei-Sicherheit. Die Botschaft und das Konsulat haben, wenn ich das richtig gesehen habe, heute in Istanbul, in Ankara, wieder geöffnet gehabt. Heißt das, dass spezielle, konkrete Drohungen oder Anlässe für Sorgen für deutsche Einrichtungen in der Türkei nicht mehr bestehen? Und waren denn diese Erkenntnisse, die verantwortlich waren für die Schließung der Botschaften, waren die Quellen dafür auch in der Türkei, in den türkischen Sicherheitsbehörden oder nur, wie es am Freitag hieß,
Sicherheitsbehörden in Deutschland, so habe ich es jedenfalls verstanden. Also richtig ist, dass unsere Bewertung der Gefährdungslage heute die Öffnung der deutschen Auslandsvertretung möglich macht. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, wir weisen ja nicht erst seit gestern, sondern seit Monaten auf die gestiegene Anschlagsgefahr in den Großstädten der Türkei hin. Vielleicht noch mal zur Erinnerung, wir hatten Mittwochabend einen ernstzunehmenden Hinweis erhalten und haben, und das habe ich ja auch in dem Raum gesagt, dass es sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt hat. Die Vorsichtsmaßnahme war die Grundlage dafür, dass wir dann die Vertretung und die Schulen in Ankara und Istanbul geschlossen haben. Wir hatten in dem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass wir die weitere Öffnung von der Lageentwicklung abhängig machen. Und wie gesagt, also unsere aktuelle Lageentwicklung im Rahmen unserer aktuellen Lageentwicklung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir unsere Botschaften wieder öffnen können. Unsere Botschaft und das GK und auch die Schulen, sowohl in Ankara, wobei sie nicht geöffnet sind, die Schule in Ankara und in Istanbul, sie haben aufgrund der Ferien geschlossen, aber sonst wären sie auch geöffnet. Und zu der zweiten Frage, also die Bewertung, ob es sich hier um gleiche Täter oder Ziele oder ähnliche Gruppierungen handelt, sollten wir aus unserer Sicht der Ermittlungsarbeit der Sicherheitsbehörden überlassen. Für uns gilt, alle Entscheidungen, die wir treffen wir mit größter Verantwortung und auf Basis aller vorliegenden Informationen. Und Priorität für unsere Entscheidungen und für unsere Maßnahmen hat immer die Sicherheit der deutschen Staatsangehörigen. Um es nochmal ganz konkret zu fragen, es gibt im Moment keine konkreten türkischen Warnungen, die sich auf deutsche Touristen oder Staatsbürger beziehen. Ich kann nur das sagen, wiederholen, was ich gesagt habe. Richtig ist, dass unsere Bewertung, die aktuelle Bewertung, die wir haben, und die treffen wir ja aufgrund von Informationen, nicht nur eigenen Informationen, sondern auch Kooperationen und Informationen über andere Dienste und andere Sicherheitsorganisationen und andere Sicherheitsbehörden. Und aufgrund dieser Bewertung sind wir zu dem Schluss gekommen, können wir unsere Botschaft in Ankara und das GK in Istanbul wieder öffnen. Herr Jung, dazu? Ja. Frau Schäbli, kurze Lernfrage. Wer ist für die deutschen Schulen verantwortlich? Das türkische Bildungsministerium oder zum Beispiel das Auswärtige Amt? Weil es gibt jetzt Medienberichte, wo die Türkei Ermittlungen gegen deutsche Schulen in Istanbul eingeleitet hat, weil die eigenmächtig den Betrieb eingestellt haben, aufgrund ihrer Warnungen. Ja, also zum Beispiel gibt es die Schule in Istanbul. Die Grundschule wird von uns operiert, aber da gibt es noch eine Sekundarschule, die wird von der Türkei geführt. Also das ist nicht immer sozusagen eindeutig. Es gibt gerade bei dieser Schule, zum Beispiel in Istanbul, ist das gemischt. Aber auch da zu dem, was Sie angesprochen haben, letztendlich haben wir, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, oder sogar im Rahmen dieser Entscheidung haben wir ziemlich eng mit den türkischen Behörden zusammengearbeitet, die uns ja auch unterstützt haben mit einer verstärkten Polizeipräsenz etc. Eigentlich sind wir den türkischen Behörden, als wir damals die Entscheidung getroffen haben, auch dankbar dafür. Aber die Aussagen oder dann die Ermittlungsverfahren, die möchte ich hier im Einzelnen nicht kommentieren. Dann nochmal Herr Blank mit einem neuen Thema. Bitte an das Finanzministerium. Frau Dr. Kalver, am Wochenende hat eine Äußerung von EZB-Präsident Draghi eine Rolle gespielt. Da geht es um Helikoptergeld, also sozusagen ein Streuschuss von Finanzmitteln zur Ankurbelung der Wirtschaft. Was hält denn das Finanzministerium von solchen Finanzmitteln? Ich denke mal, die Antwort wird Sie jetzt nicht überraschen. Da wir grundsätzlich uns nicht zur Geldpolitik und geldpolitischen Maßnahmen äußern, tun wir das auch in diesem Fall nicht. Wir legen keine weiteren Wortmeldungen vor. Doch, Herr Jung? Herr Nant, zur Anti-ISIS-Aufklärung. Da haben Sie jetzt auch der Linksfraktion in einer parlamentarischen Anfrage geantwortet, dass Sie nicht ausschließen können, dass die Türkei ihre Aufklärungsergebnisse für den Krieg gegen die Kurden verwendet. Warum können Sie das nicht ausschließen und warum vertrauen Sie dann nur den Partnern, dass sie das nicht nutzen?
Herr Jung, wir hatten das Thema ja auch schon mehrfach hier in der Bundespressekonferenz. Es gibt mir vielleicht nochmal die Gelegenheit, jetzt einfach mich dazu vielleicht nochmal ausführlich nochmal zu äußern. Wir haben dort, das hatte ich Ihnen damals auch schon dargestellt, dieses dreistufige Verfahren insgesamt. Das heißt also, bei der Auftragserteilung wird sichergestellt, dass der Auftrag, den wir im Bereich der Aufklärung machen, mandatskonform ist, also hier wirklich im Kampf gegen ISIS. Dann werden die Aufklärungsflüge geflogen, dann kommt die nächste Stufe. Die nächste Stufe ist, dass quasi die Aufklärungsbilder durch uns national ausgewertet werden und dann auch durch uns freigegeben werden. Und die dritte Stufe ist, dass sich die beteiligten Nationen verpflichtet haben, dort diese Bilder, die auch von uns zweifach überprüft worden sind, damit sie eben zum Kampf gegen ISIS genutzt werden können und nur beziehungsweise zum Schutz ziviler Bevölkerung, haben sich bereit erklärt, dort diese in der dritten Stufe auch nur für den Zweck des Kampfes gegen den IS zu nutzen. Zusatz? Das heißt, Sie vertrauen darauf, dass die Partner das auch so nutzen, wie sie das gerne möchten. Und wenn sie das aussortieren, ne, also in diesem zweistufigen Schritt vorher, dann sortieren sie die kurdischen Stellungen aus. Richtig. Herr Jung. Weil die gehören ja nicht zum Mandat. Herr Jung, das Mandat ist klar. Es ist im Kampf gegen ISIS. Die Aufklärungsergebnisse dienen dem dazu. Dazu habe ich Ihnen gerade eben dieses dreistufige Verfahren erläutert. Und genau so ist es. Also in diesen Aufklärungsergebnissen können einfach gar keine kurdischen Stellungen drin sein. Genau, richtig? Es geht nicht um die kurdischen Stellungen. Die Daten, die wir rausgeben, sind Daten im Kampf gegen IS, richtig. Herr Steiner. Ja, ich würde nur eine Zusatzfrage stellen, einfach zu meinem Verständnis. Gilt das ausschließlich für das, was die Tornados dort herausfinden, oder gilt das auch zum Beispiel für SAR-Lupe oder Ähnliches? Nein, insgesamt. Also alle Aufklärungsergebnisse, die wir liefern, laufen im Rahmen des Mandates. Na klar. Herr Blank mit einem neuen Thema? Nee, das ist genau das Thema auch. Es geht um die Frage, beziehungsweise um das Thema, was weiß man, was mit diesen Daten geschieht. Aber in diesem Zusammenhang um die einfache Frage, für wie viele Angriffe das genutzt worden ist. Also Sie haben am Wochenende oder Ihr Ministerium hat am Wochenende mitgeteilt, der Bundesregierung liegen hierüber keine eigenen Erkenntnisse vor. Nee, das steht in der parlamentarischen Anfrage, in der Antwort darauf, tut mir leid. Wissen Sie grundsätzlich das nicht, weil die Formulierung keine eigenen Erkenntnisse lässt ja darauf schließen, dass es durchaus Erkenntnisse gibt eben von befreundeten Staaten, die Ihnen auch vorliegen. Also könnten Sie sozusagen sagen, wie viele Bombardements es mithilfe der deutschen Daten gegeben hat? Herr Blank, wir hatten das Thema schon ganz häufig. Also ich gucke jetzt in Richtung Herr Jung, das haben wir, glaube ich, 5 oder 6 Mal schon gehabt, zuletzt letzten Freitag. Und es geht eben darum, ich kann, und das habe ich da eigentlich relativ ausführlich dargestellt, ich kann nur sprechen über eigene Erkenntnisse, kann man nur sprechen. Okay. Herr Jung, noch mal dazu. Können Sie denn Erkenntnisse von anderen uns mitteilen? Herr Jung, wir haben so viele Videos schon gedreht, ich kann Ihnen nichts Neues dazu mitteilen. Damit legen wir jetzt wirklich keine Wortmeldungen vor. Ich sage Dankeschön für diesen Montagmittag. Eine gute Restwoche und von mir schon an dieser Stelle frohe Ostern. Restwoche. Das ist noch viel zu machen. Nein, genau. Wir sind noch nicht mal in Nähe der Zielmarke. Tschüss.